Hallo miteinander, mein Name ist Luca Moser. Ich bin im dritten Lehrjahr als Holzbildhauer bei der Huckler Wyss AG in Brienz. Heute zeige ich euch meinen Alltag. Kommt doch mit! Für mich ist die Lehrstelle ideal, um kreativ sich auszuleben. Nicht nur im Zeichnen oder im Modellieren kann man recht viel machen, sondern auch später beim Bildhauen mit Holz. Also man hat verschiedenste Wege, um wirklich Kreativität auszuleben. Am liebsten arbeite ich mit Holz, also Figuren, die ich schon entworfen habe, nachher wirklich auch im Holz umsetzen. Etwas, was ich an unserem Beruf sehr schätze, ist, dass man handwerklich viel lernt, wie auch gestalterisch. Da gibt es halt die Möglichkeit, um nach der Lehre auch in beiden Bereichen etwas zu finden. Also zum Beispiel als Schreiner oder auch als Grafiker stehen einem viele Möglichkeiten offen. Wir machen Holzfiguren aus Lindenholz. Der Arbeitsschritt von so einer Figur sind Entwerfen, Modellieren, Zeichnen, Aussagen auf der Bandsäge und dann schlussendlich auch Schnitzen. Zu meinem Lieblingsarbeitsschritt gehört sicher das Entwerfen, weil dort kann man sich ganz genau überlegen, was man will, auf was man dort anschaffen. Aber auch das Ausschaffen ganz am Schluss, weil es dort wirklich nochmal darauf ankommt, welchen Charakter dass man der Figur geben kann. Ich würde die Lehre jedem empfehlen, der kreativ arbeiten will und sehr gerne neue Möglichkeiten sucht, sich gestalterisch auszuleben. Das war mein Alltag als Holzbildhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann bewerbt euch doch noch heute. Ciao zusammen.